Meine werten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem neuen Black Ops Hero Video. Diesem Video zocken wir die drei neuen DLC-Waffen an. Das Ganze habe ich gestern aufgenommen und die erste Minute des Videos bin ich nur am Rumflamen, nur am Rumschreien, weil die Lobby ätzend war. Danach beginnt das Commentary, nicht dass es euch wundert. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Letzte Reihe wieder der coolste im Haus, aber der mit dem wenigsten Aim. Hier oben ist einer, Bro. Can you chill, my friend? Sollen wir dann auch die Tage nochmal genauer unter die Lupe nehmen, genauer nochmal die Waffen auschecken, ob die ja vielleicht ja wirkliche Alternativen sind zu anderen Waffen, die wir spielen. Und was ist das für eine gottlose... Was macht ihr kleinen Hundekinder da drin? Was ist denn los mit euch? Was ist denn hier los? Dinger, ich scheiße, sie pushen immer zu zwei. Sie sind nicht am Cornhauten. Ist schon Liga oder was draus, oder wie? Oh, yo, Brian Zock, immer er. Neue Runde ist angesagt. Ich hoffe mal, dass die Runde nicht allzu verkrampft ist wie die gerade. Die gerade war wirklich ein ganz, ganz schlimmer Krampf. Aber die Lobby ist gerade eh Mittagszeit. TDM 100 ist wirklich ein absoluter Krampf. Aber scheiß drauf. Wenn wir jetzt mal gucken, was mit der Shotgun geht. Mein erster Eindruck ist tatsächlich nicht so stark. Sieht natürlich auch wieder ab und zu OP aus, wenn man irgendwie die Gegner hier so schnell droppt. Aber mein erster Eindruck ist, sie ist nicht schlecht, sie ist nicht Katastrophe, aber sie ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie absolut OP, wo ich sage, Bruder, Hilfe. Wieso haben sie den Shotgun reingepackt? Die wird jetzt übelst abfacken. Sie wird abfacken. Aus dem Grund, weil sie halt viele Leute ausprobieren werden und viele Leute aus dem Grund überhaupt erst die Shotgun spielen werden. Nein. Das Ding ist nämlich, es gibt immer ein paar Dullis, die mit der Shotgun rumrennen und die ganze Zeit einem auf den Sack gehen. Aber eigentlich ist das vielleicht einer aus 20, der wirklich penetrant den ganzen Tag nur, hier ist das scheiß Heck, den kann ich jetzt irgendwie zerstören, wenn ich so... Nee, kann ich nicht mit Viereck oder sowas zerstören. Da müsste ich jetzt drauf schießen. Das Ding ist, es spielen halt wirklich immer nur relativ wenig. Es fällt einem immer auf, wenn man sich immer tierisch darüber aufregt. Aber an sich spielen wenig Leute die ganze Zeit mit Shotgun. Dadurch, dass jetzt aber die Waffe im Battle Pass verfügbar ist, werden alle, die das erreichen, sich freikaufen, was auch immer, mindestens für 4-5 Runden das Ganze mal... werden das Ganze mindestens für 4-5 Runden mal ausprobieren. Und aus diesem Grund wird es einem so vorkommen... Oh mein Gott, der Turner war echt ganz, ganz übel. Wird es einem so vorkommen, als würden alle, ja, alle damit rumrennen. Ihr seht es jetzt schon in den Lobbys. Und es kaufen sich verhältnismäßig echt wenig Leute das Ganze frei. Und es rennen jetzt schon alle damit rum. Und ich denke, das könnte über die Zeit abfacken. Das war auch immer so, so wie zwei Zeiten so. Da gab es ja die Aufträge für Kisten. Und wenn es da immer irgendwelche Aufträge oder irgendwelche Befehle für irgendwelche Waffen oder Kisten gab, die man dann machen musste, die dann dementsprechend viele Leute gemacht haben. Und da war der Auftrag irgendwie... Und der Auftrag war dann irgendwas mit, mache 35 Abschüsse mit einer Shotgun in TDM. Und ab diesem Moment, wo dieser Auftragbefehl reingekommen ist, waren die kompletten TDM-Lobbys voll mit Leuten, die halt verständlicherweise den Auftrag gemacht haben oder jetzt verständlicherweise die Waffe auch mal austesten wollen. Und mein zweiter Eindruck ist, dass sie im Scope viel, viel besser ist. Keine Ahnung, weil dann vielleicht die Schrotkugeln präziser ankommen, aber sie ist auf jeden Fall viel, viel besser, wenn man anvisiert, was ja eigentlich untypisch ist für eine Shotgun. Eine Shotgun ist meistens aus der Hüfte genauso gut wie im Scope. Den werden wir mal easy. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich verdammt leid. Prophet wieder raus. Ist tot. Tot. Lass ihn mal direkt finishen. Oh Gott, Alter, der arme Mann. Lecker Schmecker. Komm, steckt euch an. Ja, ihr habt beide die Krankheit. Hihi. Lecker Schmecker, wir sind kurz vorm Thresher. Lasst es noch mehr fresh machen. Und dann will ich nicht weiter hier mit der Shotgun rumäumeln. Da will ich nämlich direkt weitergehen zur Ding hier. Zur leckeren Maschinenpistole. Und ganz Polen ist da. 1-4-3 war ganz Polen da. Nichts gegen Polen an der Stelle. Aim-Controllers von Polen. Ich würde niemals negativ über Polen reden. Oh, lol. Die Reichweite war gerade aber mächtig.
Ich schwöre, im Scope ist sie nicht schlecht. Das Ding ist, in Black Ops 4 sind die Shotguns Sekundärwaffen und deshalb sollten sie die Primärwaffe auch nur sekundär unterstützen und sollten nicht zu stark sein, dass man sie als Primärwaffe spielen kann. Macht Sinn, weil man möchte natürlich nicht, dass die Leute sich eine schöne Rampart für die Fernkämpfe reinpacken, damit im Fernkampf jeden Outgun, um dann für den Nahkampf auch perfekt ausgerüstet zu sein mit einer Primärwaffe, die die Gegner im Nahkampf absolut meldet, sondern die Sekundärwaffe ist dazu da, dass wenn man mal keine Munition hat in der Primärwaffe, dass man dann ganz flink auf die auf die Sekundärwaffe switcht und somit dann den Gegner vollendet, wenn man den schon irgendwie weak gemacht hat. Das ist der Sinn dahinter. Deshalb sollte das niemals zu stark sein, wie zum Beispiel zu den MW2-Zeiten. In MW2, Spaß 12, AA12, das waren so starke Shotguns und die waren Sekundärwaffen in MW2. Du konntest ganz easy eine Farmers spielen und auf ganz gemütlich noch eine Spaß 12, die dann Shotgun auf jegliche Range absolut overpowered noch war. So. Ja, moin. Es geht schon. Was geht ab, Bruder? Wo sind sie denn hier? Da ist er doch. Moin, moin. Wie war's mit dem Clan-Tag RQ, mein Freund? Ehrenmann, oh scheiß Ehrenmann. Du bist ein richtiger Ehrenmann. Ehrenmann. Und wir haben... Was war das denn? Wir haben die neue Maschinenpistole am Start. Die ist erstens absolut komisch vom Look. Sieht wirklich sau strange aus. Und der Sound und das Feeling gerade im... Gunfight ist ja mal mega strange. Hä? Lel. So eine strange... Waffe und sie hat einfach nur, wie viele Kugeln? 26 Kugeln? Nice one. Digga, ich bin immer noch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich habe so, die Waffe ist mein Arm, mein rechter, der aber irgendwie so ein robotermäßiger Arm ist. Ich sehe so ein bisschen, sieht echt sehr Cyborg-mäßig aus. Okay. Wieder keine Munition, ey. Ich kotze so ab. Uff, Schnellfeuer haben wir freigeschalten. Ja, Schnellfeuer 1 und 2 gibt es. Ich weiß zwar nicht, wie das mit 26 Kugeln funktionieren soll, dass man da zwei... Digga, dieser Sound, Digga! Wer hat die verarscht beim Entwicklerstudio? Wer hat die verarscht bei diesem Sound? Wer hat die verarscht? Bruder! Ich krieg Kopfschmerzen, Junge! So, Schnellfeuer 1 ist schon mal drauf. Ah, auf mich, ja, Hitmarker, einen richtigen Karma-Hitmarker, mein Freund. Einen richtigen Karma-Hitmarker, wirklich. Uff. Also, wenn man Munition hat und drauf ist, dann macht's Spaß. Problem ist nur, dass sie absolut schwer zu handeln ist und dass man keine Munition hat. Also wirklich keine Munition hat man mit der Waffe. Ach komm. Nee, das müssen sie rausmachen. Das müssen sie wirklich rausmachen. Ich habe echt relativ positiv in meinem Spezialisten-Video über den Spezialisten gesprochen, als ich ihn selbst gespielt habe und ich echt nicht so das Gefühl hatte, dass er jetzt so krass OP nervig ist. Aber ey, schon dieser Sound. Dieser Sound, Digga. Damit wollen die uns doch nerven. Stell dich mal vor, es spielen jetzt so wirklich im Schnitt immer einer im Team einen Outrider. Stellt euch mal vor, ihr hört ungefähr die Hälfte eurer Spielzeit oder sagen wir mal auch nur ein Viertel eurer Spielzeit. Die ganze Zeit. Ihr werdet doch irgendwann wollt ihr das Spiel doch einfach nur kaputt machen. Irgendeinem Schaden im Spiel zu tun. Es zerkratzen oder irgendwie. Keine Ahnung, Mann. Es geht mir doch jetzt schon so krass auf den Sack. Und dann stellt euch das mal ein halbes Jahr vor. Ich würde wirklich alles kaputt machen. Alles kaputt. Ich mache auch, glaube ich, gleich alles kaputt. Uff. Ah ja, was ist los, Bro, Alter? Ist doch gar kein Problem jetzt hier. Also wer bei Black Ops 4 irgendwann mal wütend wird, den kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Wirklich, das geht ja gar nicht. Das geht ja wirklich gar nicht. Also die Waffe kann schon abfangen. Das kann ich mir schon vorstellen. Die ist schon stark. Am Anfang war ich wieder so enttäuscht. Irgendwie dachte, das ist die schlechteste Waffe überhaupt. Aber 2-3 Minuten länger gespielt, ein bisschen auf den Rückstoß klargekommen. Den ersten Aufsatz drauf und schon macht das Teil Spaß. Und ich würde sagen, es ist jetzt mal Zeit für Beutolomeus. Was geht?
Beute und Lumius. Was geht? So, meine Kinder, wartet denn schön artig? Kinderlein, komm mit, du komm mit zu Papa John. Jetzt gibt's einen über die Rübe vom Beutelumeus. Bam, mein Freund, wie geht es dir? Ich hab Geschenke dabei, mein Freund. Komm noch ran, es gibt ein Geschenk für dich. Ich dachte, ich wäre schneller. Ich könnte an ihn rankommen. Hauen wir den kleinen, nichtartigen Kindern hier ein über die Rübe. Komm, Junge. Bam, Alter. Das war schon der sportlichste Move, den ich, glaube ich, jemals in einem Video gemacht habe. Ich glaube, ich hatte das Gefühl gerade, ich wäre... Bonny, bitte nimm das raus. Ich kriege Kopfschmerzen. Ganz starkes Aim. Ich wirklich da ein bisschen veraimt werde, instant tot gewesen wegen nicht vorhandener Munition. Ah, ich glaube, das sollte ich nicht changen. Hier drin ist eine Mine. Punkte nehmen wir aber auf lecker mit. Drohne haben wir. Profit, Profit, Profit. Geil. Oh Gott. Viele. Oh Gott, wie viele sind da? Ja, sit down, bro. Wir haben's. Wir haben die Streaks. Eieieiei, halten Sie Ihre Schnauze. Wir haben es geschafft. Nice. Ja.